Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist gut und richtig, dass wir über den wichtigen Friedensprozess in Kolumbien sprechen. Und es ist auch gut und richtig, dass hier ein entsprechender Antrag eingebracht worden ist. Um die Dimension noch mal zu verdeutlichen, allein zwischen 1985 und 2018 sind 450.000 Menschen diesem Konflikt, diesem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen. Und um ein besonders extremes Beispiel zu nennen, will ich an die 6.402 nachgewiesenen Fälle von sogenannten Falsos Positivos erinnern, Zivilisten, die vom kolumbianischen Militär erschossen worden sind, in Guerilla-Uniformen dann gesteckt worden sind, damit die Soldaten nachher Prämien erhalten. Das Ganze war organisiert, ein ganz furchtbarer Bürgerkrieg. Und es ist richtig, dass 2016 auch für diesen Friedensprozess der Friedensnobelpreis verliehen worden ist. In dem Antrag der Ampel steht vieles Richtiges drin. Es sind viele gute Absichten. Ich muss aber auch ein paar kritische Punkte erwähnen. Eins ist schon angesprochen worden, das sogenannte Militärabkommen, eine letzte Handlung noch der Großen Koalition, dass wir Abgeordneten nicht zu Gesicht bekommen. Das wird geheim gehalten. Auch das müsste benannt werden, dass das für Abgeordnete einsehbar ist. Und dieses Militärabkommen ist aus unserer Sicht hochproblematisch, weil es ja auch noch mit diesem kolumbianischen Militär abgeschlossen wird. Und wir lehnen dieses Militärabkommen ebenso wie die Freihandelsabkommen zu Kolumbien, Mercosur, lehnen wir ab. Im Antrag sind Bedingungen genannt worden. Wir werden das sehr genau prüfen. Aber einen Positivbezug auf diese Abkommen wollen wir nicht. Die Wahlen sind angesprochen worden. Es ist das erste Mal in der kolumbianischen Geschichte, dass überhaupt ein linker Präsident gewählt worden ist. Der letzte linke populäre Kandidat 1948, Gaitán, ist erschossen worden. Und es war auch gut und richtig, dass sehr viele internationale Wahlbeobachter dort waren. Auch aus dem Bundestag waren wir vertreten. Ich sehe Frau Engelhardt auch dort. Das war sehr gut. Und es ist sehr gut, dass das dazu beigetragen hat, dass diese Wahlen auch sehr schnell anerkannt werden. All das sind positive Zeichen. Auch die gestrige Vorstellung der Wahrheitskommission hier in Berlin, die musste wegen Überfüllung geschlossen werden, zeigt, welche Bedeutung das hat, sowohl für Menschen aus Kolumbien als auch für Menschen hier in Deutschland. Wir werden das sehr kritisch, aber auch konstruktiv begleiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Junco. Nunmehr hat das Wort die Kollegin Deborah Düring, Fraktion Bündnis.